Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Mit mir, den Karbin, und wir befinden uns hier gerade in Castle Karbin. Ja, ich habe ein bisschen hier schon aufgeräumt, also es ist schon eine Schnicke. Ja, da werden wir ein paar Probleme haben, weil wahrscheinlich werde ich die Wände wegreißen müssen. Ich muss mich hier ausbreiten, also ich muss alles hier weg, weil ich kann, das ist halt fake. Ich kann da keine Bretter ransetzen. Funktioniert nicht. So. Das ist aber noch nicht alles. Ich habe hier jetzt auch schon hier alles weggeknattert. Da, seht ihr? Also, wir müssen das noch zumachen. Lass mich durch, ich bin Arzt. Ja, da muss noch eine Leiter ran. Das wird schön. Ich werde mir so die Haxen brechen. Da unten im Keller werde ich auch so machen. Also, die Treppe muss auch noch weg. Aber das hat Zeit. Wir haben nämlich ein ganz anderes Problem. Und zwar, ich brauche auch ein bisschen Leder, weil ich möchte mir eine Forge bauen. Sagen wir mal so, ich habe ein paar Zielübungen gemacht und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, naja, es funktioniert gut. Also, für Nasenelch. Also, gut in der Hinsicht, dass er das überleben wird. ja, ich bin so schussmäßig nicht so auf der Höhe. Also, ich muss da ein bisschen üben. Übrigens, mein Balkon sein. Ich habe da was vorbereitet. Jo. Ist mir so eingefallen. Das muss auch noch weg. Die da unten. Die Steine, sonst springen sie hoch und dann ist uns auch nicht geholfen. Das wird mein Balkon, also Grillfläche und so. Ihr kennt es ja. Wird wiederkommen. Das wird so sein. Das muss auch noch weg. Das habe ich noch nicht fertig gemacht. Und das Dach muss hier repariert werden. Da ist ein Loch drin. Und das war ich. Weil ich habe was gefunden. Das ist mir letztes Mal aufgefallen. Da. Da ist eine Kiste gewesen. War aber nichts Besonderes drin. Also hat sich nicht gelohnt. Ja. Möchte ich bloß erwähnt haben, ne? Also. Ich werde jetzt erstmal, nee, wir werden erstmal jagen gehen. Weil der dauert am längsten. Jedenfalls bei mir. Gut, dann lasse ich das erstmal als Aufgang, weil da werden wir nicht mehr durchkommen. Ach übrigens, ich habe die Zombies Villa auf nochmal normal laufen gestellt. Schwierigkeitsgrad habe ich gelassen. Und wenn sie ausrasten, rennen sie wieder. Also, ja, am Anfang werden wir Glück haben und danach nicht mehr. ja, ne? Schönen guten Abend. Alter, 27 Pfeile müsste für ihn hier hoch reichen. Gut, aber erstmal müssen wir ihn finden. Und ich war bei den Nachbarn gewesen. Ich wollte gucken. Und ich habe gefunden im Schrank einen Grill und einen Topf. Da sind wir auch wieder ganz weit vorne. Also. Jetzt brauche ich wirklich bloß was zum Nagen. Da liegt was in Argen, ich hab nichts zum Nagen. Oder so. Gut, das Problem ist, wir haben zwei Nasenelche gesehen. Die sind aber weg. Die haben mitgekriegt, dass ich irgendwas machen will und schwupp. Weg waren sie. Und das Dumme ist, ich brauche, glaube ich, 10 heute, ne? Ich brauche 10 Leder für die Forge. Bisschen schwierig. Weil meiner Meinung nach, was bringt denn der? 4, 5, 6, Holz, Holz, wie komme ich jetzt auf Holz? Leder meinte ich natürlich. Es war nicht viel Leder, was wir da rauskriegen. Und dafür, dass sie so selten sind. Oh, Alter. Ist das schön. Jo, das heißt, wir müssen Adleraugen. Hm. Und komischerweise, ich streme mich an und der PC erholt auf. Ich spüre deine Verbindung. So, ihr kleinen Nasenelche, wo seid ihr? Ich werde euch finden. Also, ich werde versuchen. Moment mal, ich werde mal kurz hier... So, besser ist.
Also wahrscheinlich wird es so laufen. Ich werde versuchen, mit Pfeil und Bogen die zu treffen und zum Schluss werde ich in der Rennen. Bleib doch bitte stehen. Wir müssen miteinander reden. Und so ungefähr wird es laufen. Das kann doch nicht sein. Hier ist ja nichts. Ist ja alle tot. Achso, ist ja Apokalypse. Oh, ein Nest. 5 Federn. Das bringt uns schon wieder eine Ecke weiter. Mann, Mann, Mann. Lasst mich doch euch nicht suchen. Ich möchte das nicht. Wirklich nicht. Oh, da ist noch ein Nest. Das sieht nicht gut aus. Da ist ein Zombie gewesen. Punktemäßig. Also ich habe jetzt auch schon die Skill, dass wir uns eine Forge bauen können. Also ist kein Problem. Oh Alter, und dann kann ich endlich Eisenpfeile machen. Na Junge. Kicke mal hier, ich hab da was. Soli. Hey, normalerweise sollte der ausrasten. Er rastet nicht aus. Gut. Ist nicht doch jetzt schon? Vielleicht? Oder auch nicht. Dit muss auch wehtun. Wenn du einen Speer in die Rand kriegst und du fällst nach vorne und haust den Speer richtig schön drin. Voll mit Schmackes. Alter, aua. Das hat schon weh getan, bei ihm zu gucken. So. Gut. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir gehen winnen hier. Ich glaube, wir sollten einfach bloß in eine Häuserin gehen und da die Couches auseinandernehmen. Ja, ich glaube, die Aktion können wir uns klemmen. Oh, Clementine! Lass es klemmen. Was mache ich hier? Ich habe keine Ahnung. Gut, was soll's? Ich gehe in die Häuserin. Was sollen sie mir noch antun können? Was sie mir nicht schon angetan haben? Wollen sie machen? Wollen sie mich töten oder was? So, also in diesem Haus war ich schon drinne. Da war aber keine Couch drinne. So, in den Haus geht nicht rein. Dahinter in den Hinterhof ist nämlich Fuchs, Hund. Nicht Hund, also doch Hund, aber kein Fuchs. Also, ich bin ein bisschen verwirrt hier. Ist ja, schwierig für mich. So. Gut. Ich würde mal sagen, wir schauen mal kurz hier rein. Es wird ja wohl irgendwo eine Couch geben. Ich glaube dran. So, hier waren wir ja drinne und dann sind wir ja geflüchtet und gestorben. Ich glaube, das war doch hier, oder? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Psst. So. Energy Drink. Ausdauerwiederherstellung. Naja, wie gesagt, das brauchen wir ja später. Kaffee? Ich werde wahnsinnig. Ich krieg einen Kaffee. Das wird ein schöner Tag. I'm cooking the water. Und... Ach, das ist die. Ich wollte gerade sagen. Ich kriege Kaffee und ich kriege ein Bier. Naja. Wir wollten mal nicht übertreiben, wa? So, wer stößt von euch an? Ja? Du bist wahrscheinlich Leder. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Wow! Wo? Links, rechts?
Oh, wo kam die denn her? Blöde Kuh. Alter, hab ich mir gerade einen Schlüpper gemacht. Oh, das war fies. Du alle Plunse. Ich mach dich nackig, jetzt reicht es. Das war böse. Komm her. Schenke ich dir mitten im Kopf. Gibst du das Ding vielleicht her. Blöde Kuh. Oh, hab ich mich verschrocken. Erschrocken. Hier, lass es mal. Hier, ins Knie. Da kannst du mal kurz. Oh, Alter. Da klopfst du auf der Couch rum und da kommt die blöde Kuh vorbei und gibt dir erstmal eine Klatsche. Die hat sie wohl nicht alle. Spinnfuhl. So, hier ist keiner drin. Nee. Ich versuche gerade ein bisschen rauszuzögern, nach oben hinzugehen. Bisher nicht, ob das aufgefallen ist. So, aber wir müssen ja hoch. Gut, immer Leder haben wir gefunden. Das hat gebracht. 3 Leder. Wow. Eine Couch, 3 Leder. Ist mager. Ich weiß, wo kam die denn her? Die muss hier irgendwo in der Ecke gestanden haben. Oder ich habe die ganz einfach bloß ignoriert. Das ist alle betet möglich. Ist aber kein guter Zeichen. Wenn ich mich jetzt schon so erschrecke, na toll, das kann ja was werden. Mhm. Ja, und tschüss. Jetzt sind mehrere. Und die kommen. Und ich gehe. Das ist hier ein Kommen und Gehen. Guck mal hier. Ich hab da was. Rinn in den Kopf. Oh, das sind mir Zufälle. Ich muss erstmal. Tschüssi. Warte mal. Vielleicht klappt das ja nochmal. So, warte mal. Nachladen. Klopfst du? Hallo. Ins Gesicht. Das ist meine Methode. 6 Minuten Methode. Und rutsch mal. Das war jetzt alles? Du bist ja eine Lusche. So, 5 Sekunden Spaß, schon hat er eine große Klappe. Ich sage euch, das wird böse enden. So, warte mal, das werden wir zum Verbrennen nehmen. Dann brauche ich unser schönes Holz nicht verbrennen. Ja, ich kenne das. Und ja, ich nutze das selten. Was eigentlich dumm ist, ich weiß. Da. Es ist ein Koffer. Mit einem Rezept. Nimm ich. So. Alles Gute kommt von da unten. Na, das kann was werden. Schön. Schön, schön. Wo komm ich denn? Das ist auch Leder. Da ist auch Leder. Ich wusste es. Es war gut. Es war gut. So, das war eh Leder. Hä? 2 Leder bloß? Willst du mich verhumpen? Alter, weißt du, was ich an Couches brauche? Auf einen grünen Zweig zu kommen? Das ist Wahnsinn. Die spielen hier mit der Hölle. Hast du mal ein bisschen Leder? Nee, aber ein Helm. Und den gönne ich mir auch. Der hält nämlich ein bisschen mehr was aus. Und eine Keule. Hey, Keule, na? Jetzt, wie steht's? Und eine bessere Joppe. Ich nehme diese Joppe an. Dann kann ich nämlich das wegmachen. Weil das ist nämlich Schrott. Verdammt, ich bin schon wieder überladen. Mann, 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 Mann. Wer hätte das gedacht? Ich kenne das wehe. So, warte mal. Ich muss hier ein bisschen... Ach, das bringt doch so oder so nichts. Aber ich kann ja
habe ich noch ja nie gemacht, Mann, ja. Inventar. Ich, Körper. Nehme das ab. Verändern. Eine Mützerin. Und schon ist es Mützia. So. Schön. Schön, schön. Bringt nicht viel. Ist nur ein Platz, aber es ist unser Platz. So, warte mal, da waren wir auch noch nie drin. Du Kacke. Gut, was soll's. Schnell, wie mit einem Pflaster. Da ist ein Klo, da ist eine Garage. Und bla, Türrahmen. Es sind zwei. Zwei blöde Kuhs. Und ich schieß daneben und krieg auch gleich eine gesenkt dafür. Ja, ich weiß. Ich weiß, Mädels. Kommen Sie mal bitte hier rum. Nimm das mal. Ich muss nachladen. Oh, die ist stinkig. Die ist richtig... Ja, ich hab's mitgekriegt. Die ist aber sowas von stinkig. Blöde Kuh. Hab du blöde Kuh. So, na, das kann ja was werden. Ich hab schon gedacht, ich hab die nächsten gehört. Es läuft aber schon mal besser als letztes Mal. Hoi, 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 hoi. Eine funktionierende Werkbank. Ich würde die gerne mitnehmen, aber ich kann nicht. Ich kann noch nicht. So, da ist... Ich sehe da erstmal nichts. Das hat aber nichts zu bedeuten. Warum ist das? Achso, weil zu... nicht zu ist so. Gut, nichts. Ich habe hier gerade zwei Zombies platt gemacht. Lass mich jetzt so nicht stehen. Das ist unmenschlich. Und Kacke. Och Mann. It kostet doch Munition, wenn ich so eine Aktion mache. Mensch. Könnt ihr doch nicht machen. So, da ist ein Eimer. Jo, das ist schön. Schön für den Eimer. Voller Wasser. Ja, schön. So. Was bringst denn du? Intelligenz. Na, da sieht mich doch. So, tragen, ja. Okay. Der Poncho. Bringt Leder. Und ich brauche Leder jetzt doch mehr als... Okay, ich habe... Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Gut. Also die Forge können wir schon mal machen. Wenn ihr einen Poncho finden solltet, macht den kaputt, habt dann Leder zusammen. Will aber die lernt. Ja, ich habe selten so einen Poncho gefunden oder auseinandergenommen. Ich wusste nicht. Der arme Poncho. Wird er jemals wieder ponchen? Entschuldigung. Hallo. Warte mal, ich muss erstmal was kaputt machen. Und die eingespielte Soundmusik macht das nicht besser. Es sind so viele. Wie immer. Es ist Mrs. Kronkenschwester. Hallo Schwester. Bist du die Schwester? Guck mal. Ich mach mal kurz zu, ich muss nachladen. Ich hab gerade überlegt, ob ich nochmal wegrenne. Es läuft. Schmackofatz, das habe ich doch gesehen. Gut. Was für ein Saustall. Alter, das fällt mir jetzt auf. Guck mal da. Da ist noch ein Gesicht drinne. Da. Da ist das Gesicht. Ist das ekelhaft. Das ist ja... Da hinten
sitzt einer. Ich hab dich gesehen. Junge. Ich hab ja ganz andere Probleme. Mein Inventar ist voll. Gut. Also weniger gut. Okay, das kann weg. Ja, toll, schön. Meine drei Probleme. Echt jetzt? Ich störe. Boah, Schwein ja. So, die Tür sieht sehr, sehr stabil aus. Es geht nach oben. Alter, bist du cool, alter Mädel, ne? Alter, was war denn bitte? Kann es sein, dass sie ein bisschen zu viele Schwung drauf hatte? Jo. Gut, alles wieder gut. Ich krieg mich nicht ein, Alter. Ich kack im Kreis. Alter, Falter. Da nimmt die erstmal voll Speed, Alter. Und erstmal... Ich geh duschen. So, was bringst du? Ach, Mann. Gut, ich nehme die erstmal mit. Wir haben zwar noch nicht hier, dass wir Schätze suchen müssen. Aber das kann ja irgendwann mal kommen. Oder besser gesagt, das wird irgendwann mal kommen. Och, Alter, das hat sich schon gelohnt. Für diesen Anblick hat sich das gerade gelohnt. So, warte mal. Ich werde jetzt das trinken. Ich Idiot, ich hätte mal das... Na okay, gut. Zu spät. So. Bringe uns Bildung. Oh, das ist gut. So, was sagt ihr denn? Hallo? Hallo? Würden Sie sich bitte jetzt melden? Ich habe nämlich bloß so eine Blunderbuss. Das ist schwierig damit zu treffen. Na, eigentlich nicht, aber es braucht ein wenig, bis ich nachgeladen habe. Da ist ein Zombie. Ich höre dich. Hallo. Gut. Und ins Knie. Das war doch noch nicht alles. Wart wirklich nicht. Sie haben's nur nicht so schnell. Die ist doch besser, als ich gedacht habe. Ich fange die an zu lieben. Also für den Anfang. Hui! Wo wollt denn die hin? Die hat's aber eilig gehabt. So, jetzt sind die unter uns natürlich richtig pissig. Die dürfen nämlich bei der Party nicht mitmachen. Und das finden die nicht cool. Gut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Warte mal, ich muss die Tür zum, die Luke zumachen. So. Jetzt können sie mich mal. Inventar. Also, was brauche ich jetzt nicht? Ich brauche erstmal Büchsen, brauche ich nicht. Ich kann mir ja Wasser machen. Piepen habe ich zu Hause, brauche ich auch nicht. Stoff brauche ich nicht. Gut. Der nächste, bitte. Was, links, rechts? Alter, der hört sich zu nah an. Zu nah. Geh weg. Hier ist doch niemand. Ich bin noch hier am... probieren. Ich hoffe mal, dass sie die Luke nicht aufkloppen können. Nach oben. So, wisst ihr? Das wäre natürlich doof. So, das hat sich richtig gelohnt. Mann, mit der Büchse sind wir ziemlich weit vorne. So, warte mal, das ist hoch noch ein Platz. Wo sind die denn? Der kloppt irgendwo gegen, der Penner. Aber das muss unten sein. Gut, Kabi. Keine Panik. Ein Hammer, noch mehr Munition. Das ist ja alles schön und gut, aber... Gut, weg damit. Weg damit. Blunderbuss, das ist gut. Weg damit. Oh, Alter, das hört sich zu nah an. Hau ab. Ich kack mir eine Schlüpper. ich hätte das Inventar leer machen sollen. Ach, Mann, das ist wieder dasselbe Problem, wie immer.
Schmackofatz. So. Ich lasse doch kein Gold hier. Bist du wahnsinnig? So, den Speer machen wir mal schnell weg. Ich habe nämlich verbessert. So. Du kommst aber weg und du kommst auf jeden Fall mit. Da trinke ich dich. Oh, Alter, ich denke jedes Mal, dass der hier gleich um die Ecke EPs kommt. Da ist noch mehr Munition. Ich habe dich gesehen. Ich denke mal, gleich er kommt. Also um die Ecke und dann Arsch. Oh, Alter, das Spiel hasst mich. Jutet Eilig. Ist mir jetzt ein Schnurz. Schnurz. Echt jetzt? Gut, warte mal. Ich nehme Ditter. Dann nehme ich Ditter. Die mache ich clean. Brauche ich nicht. Eisen, Eisen. Komm weg. Jetzt hat, ihr habt nichts gesehen. Ich musste tun. Ich musste tun. So, Leute, ich würde erstmal sagen, ich werde jetzt erstmal ein kleines Päuschen machen. Das ist immerhin, wa? Und wir sehen uns dann morgen wieder. Also, bis dann. Tschüss.